Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Wir haben mal wieder Besuch von der Ollen, die wahrscheinlich wieder keine Aufträge hat, weil sie verbuggt ist, keine Ahnung. Gut gemacht. Wenn du müde bist und spürst, wie du die Kraft verlierst, kann dir der Fruchtsaft einen Energieschub geben. Oh, das werde ich mir merken, Lilly. Nicht schlecht. Neben Bäumen helfen Blumen, deinem Planeten sich auszudrücken und zu atmen. Aber Lilly, ich weiß nicht, wie man Blumen pflanzt. Blumen wachsen im Gegensatz zu Bäumen in Töpfen. Zuerst musst du also in der Werkstatt am Haus einen Steintopf herstellen. Endlich! Geht doch! Jetzt geht's los. Komm, stellen wir gleich noch ein paar mehr auf. So. Wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich drei Vasen. Ein dekorativer Behälter aus Steinen, in dem Samen und Blumen gepflanzt werden können. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich pflanzen. Ne? Ja, jetzt habe ich welche. Und nun? Der Blumentopf ist fertig. Toll! Jetzt musst du den Blumentopf an einen Ort mit viel Sonnenlicht stellen und ihn mit Erde und Kompost füllen. Wenn du soweit bist, pflanze diesen Blautropfen ein. Es ist einer meiner Lieblingsblumen. Nimm den Samen und etwas Kompost. Okay. Gib mir nochmal ein bisschen zusätzlich Kompost. So. Wie mache ich das denn? Benutze den Blumentopf. Ah, Blumentopf. Okay. Zack. Zack. Ein anderer. Toll, der passt jetzt auch super hier rein. Okay. Ich hätte gerne den. Ich hätte gerne den und ich hätte gerne den. Okay. Nein, der Besucher ist weg. Nein, ich hab's doch gerade geschafft. Na, egal. So. Fehlen uns nur noch Frösche, ne? Und ich ziehe es in Betracht hier. Oh Gott. Moment, ich kann doch bestimmt mit der Axt alles entfernen, ne? Stimmt. Weg damit. Weg damit. Wir bauen jetzt mal ein bisschen um, solange wir Zeit haben, ne? Wollen wir uns hier ein bisschen schicker machen alles. So, du kommst auch weg. Der Stein ist halt im Weg, aber naja. Gut, ich möchte nämlich einen Brunnen hier hinstellen. Und die anderen kommen weg. So, du kommst auch weg. Ich brauche so viel Zeug nicht, ganz ehrlich. Hier. Weg mit den Scheißdingern, die brauche ich auch nicht. Die sind einfach nur im Weg. Wir machen uns das jetzt ein bisschen schöner hier. So. Dann möchte ich gerne einen zweiten Brunnen bauen. So ein Wassertürmchen. Und zwar hier so. Jetzt nehmen wir uns hier nämlich Wasser. Und können die hier gießen. So.
Hoher Besuch. Gut, gib mir mal die Kirsche, die kann ich jetzt gebrauchen, weil ich die hier nämlich auch jetzt entfernen werde. So, Landeplattform wird dann hier sein. Hachi, wenn das juckt. Nein! Du bist ein sehr guter Koch, Arko. Arko? Du wärst der perfekte Freund. Du bist rot wie eine Tomate geworden. Naja, ich meine, sie wird nur 15. Sie müsste ja jetzt mittlerweile um die 10 sein. Ne? Und wenn sie 15 werden, holt man sich halt eine neue. Tschüss. Gut, die hat momentan keine Aufträge. Aber du kannst kurz hier bleiben. So. Oh Gott, nicht zerstören. So, dann Gänseblümchen, Gänseblümchen. So. Habe ich jetzt die Blumen, ja? Tschernitine. Was brauche ich denn alles? 4! Gut, das dauert, bis ich das habe. Löwenzahn brauchen wir auch noch einen. Wolle. Oh Gott, was ist jetzt mit dem Feuer? Oh Gott, ich hab's vergessen. Ob er das bemerkt? Naja. Dann kümmern wir uns weiter um unseren Hof hier, dass wir alles hier mal ein bisschen schöner machen und schneller an die Pflanzen kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich an die Samen komme. Ja, kaufen. Ja gut, dann kaufen wir uns halt die Samen ständig. So, kurz mal hier ernten. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen was zu tun. Ich habe den Timer nicht gestartet. Geilo. So. Das heißt, wir brauchen noch... Wie viel Samen haben wir von der Chiantine? Ist da jetzt eine drinne? Ne, ist Löwenzahn, ne? Wir haben noch 2, wir brauchen noch einen Samen. Diese Riesenpflanze muss wieder kommen. Was bringst du mir, ey? Ich habe das Gefühl... Ich rufe sie damit! Ah! Der Samen wächst bereits. Fantastisch! Bald wird er zu einer Blume, die du ausgraben und dahin verpflanzen kannst. Wo du willst. Blumen können nicht sterben. Du kannst deinen Garten mit ihnen schmücken oder sie anderen Menschen schenken. Und so bekomme ich auch Samen wahrscheinlich, ne? Hast du schlechte Träume, Akko? Manchmal habe ich Albträume. Eine Stimme spricht zu mir. Wer ist das? Es ist die Stimme des Schattens. Du darfst ihr nicht zuhören. Sie versucht, dich zu verwirren und dir Angst zu machen. Angst kann sehr gefährlich sein, besonders für magische Wesen wie uns. Angst kann die allerschlimmsten Monster erschaffen. Schau. Mein Anhänger leuchtet Monster. Hoffentlich diese Pflanzenviecher. Okay, das war nicht gemeint mit den Pflanzenviechern, aber vielleicht geben sie mir auch das, was ich möchte. Nein. Schade. It's magic time! Diese Monster kommen nicht aus dem Nichts. Sie werden aus dem Kristall geboren und von deinen Ängsten angelockt. Das wusste ich nicht, die ganze Zeit schon. All diese Angriffe, ich habe sie ausgelöst. Sie entstehen aus deinen Ängsten. Magie ist eine Kunst, die nur schwer zu beherrschen ist. Manchmal führt sie zu unerwarteten Ergebnissen. Wie kann ich das verhindern? Ich bringe dir ein Gebet bei. Es wird dir helfen, Frieden in dein Herz zu bringen und die Angst zu schwächen.
Es wird dich beschützen, aber die Wirkung dauert nicht ewig an. Was muss ich tun? Du brauchst eine Kerze und ein paar Blautropfenblumen. Nimm sie mit zum Kristallaltar und sprich ein Schutzgebet. Kristall, gib mir deinen Schutz, halte meine Ängste im Schach, lasse die bösen Träume verblassen und meine Monster ruhen. Ja, ich will doch Monster herbeirufen. Was ist denn der Zweck? Na gut, weiter zu den Verschönerungsarbeiten. Wir haben das mittlerweile so gehandhabt, dass wir alles immer auf einem Fleck haben. Aber es wird Zeit mal die ganze Fläche hier zu nutzen, ne? So, Wassertürmchen. Wir bauen gleich noch ein Wassertürmchen. Nein! Oh Gott, ich hab's verpasst. Gut, die bleiben erstmal für die Samen da. Aber du kommst weg. So, dann bauen wir nämlich noch ein Wassertürmchen. Und zwar hier hin. So, dann haben wir hier nämlich genug. Und für die Pflanzen haben wir genug. Du kannst hier rein theoretisch bleiben. Das ist eigentlich ein ganz guter Ort für dich. Und dann machen wir hier halt einen kleinen Garten. Dann kann ich das wegmachen? Voll störend. Okay, ich möchte gerne eine Sonnenblume pflanzen. Achso, ich warte, bis er runterkommt. Wir haben es geschafft, die neugierige Moon ist loszuwerden. Hey, Moon ist meine Freunde. Moon ist meine Freunde. Sprich nicht so über sie. Sei still, gib mir den Schatz. Hier ist er. Danke, dass du ihn versteckt hast. Hier ist dein Anteil der Beute. Ich sehe, du hast ein paar Steine. Ja, hast du nicht gesehen. Okay. Noch irgendwas? Wie traurig. Bist du traurig, Captain? Es ist so schlimm. Wir haben zwei Piraten im Kampf verloren. Wie konnte das passieren? Eine maskierte Kreatur, ein Wesen der Schatten. Es kam nachts an Bord, während die Besatzung schlief. Und ich konnte nichts tun. Er schlug mich K.O., bevor ich mein Schwert ziehen konnte. Was wollte die maskierte Person? Das ist das Seltsame. Er nahm nichts vom Schatz mit, nur ein paar alte Navigationskarten. Aber die Besatzung ist an Bord zerstört. Stell es dir nur vor, zwei gefallene Piraten und ihr Captain besiegt. Die Moral meiner Jungs ist auf dem niedrigsten Stand. Wie kann ich helfen? Es gab mal ein uraltes Piratenlied, ich weiß nicht mehr richtig, wie es geht. Lachte Pirat Rattengesicht. Hehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Du bist ein Freund des Zauberers, frag ihn, er kennt sich mit sowas aus, vielleicht weiß er, wie es endet. Okay, ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. So, okay, gib mir noch ein bisschen davon, ne? Dann kannst du meine Steine haben, wobei ich habe auch gar nicht so viele, ne? Wie viele Steine habe ich? Oh, ich habe so viel Stuff. Stein, Stein, Stein. Wo ist denn nur der Stein? Ich sehe den nicht mal. Habe ich überhaupt Stein? Stein. Ja, 136, na gut. Dann kannst du gehen. Das heißt, Blumen... Die Samen kannst du nur auf einem Feld mit fruchtbarem Boden anbauen. Ach, das sind Sonnenblumen. Blautropfen, Löwenzahn. Okay, pflanzen wir mal ein paar Blümchen. Gibst du mir Samen? Ich kann sie wieder aufheben, ja. Was passiert, wenn ich sie gieße? Nichts, kann ich nicht. Na toll, irgendwas muss ich jetzt gießen. So, so, so.
Pflanzen wir davon noch ein paar an. Ja, wie komme ich denn an Samen ran? Im Labor vielleicht? Gehen wir auf Intelligenz. Wie die Chickens sich einfach hier breit machen. So, ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann erstmal in die Biene. Weil wer weiß, wie schnell er wiederkommt. So, kurz hier alles entfernen. Ja, wir sind hier fast durch. Frage, was das bringt. Vielleicht müssen wir gar nicht alles leeren. Oh, ich mach's einfach mal. Viel ist auf jeden Fall nicht mehr übrig. Finde ich gut. Ich müsste nur einen Weg finden, ihn anzulocken, ne? Wenn ich den Piraten anlocken könnte. Ach, wäre das schön. So, ja, machen wir ein bisschen Kohl fertig. 3 Minuten, oh, das geht schnell. So. Okay. Keine Ahnung. Bisschen weiter weg von zu Hause. Falls das komische Viech kommt. Okay, alles gut. Ich habe ein Piratenlied im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie es endet. Haha, lachte Piratenrattengesicht. Kennst du es? Oh ja. Hehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Hihi, Schatz und Gold nahm er von allen und jeden. Hoho, entwischt, selbst in den kniffligsten Situationen. So endet es. Ah, danke. Du hast doch nicht etwa vor, den Piraten beizutreten, oder? Das ist kein gutes Leben für einen jungen Mann wie dich. Keine Sorge, ich mag nur die Lieder, die sie singen. Okay, was kann ich bei dir kaufen, Dude? Baumwolle, Löwenzahnsamen. Ich hab gar nicht mehr so viel Geld, ne? Oh, Kerzen. Okay, verkaufen wir erstmal ein bisschen was. Von was habe ich mehr als genug, was der Typ gerne haben möchte? Ja, verkaufen wir 100 Steine. Ich meine, es ist ja auch nicht die Welt. Wie schnell ich bankrott werde. Ich kaufe viel zu viele Sachen ein, ey. So. Ich will den Schleim haben. Ich will den Löwenzahn haben. Und ich will die Kerzen haben. Dass du das nicht rückgängig machen kannst, ey. Löwenzahn ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Und dann kaufen wir 4 Kerzen. So, zufrieden, Spiel. Mhm. Was für eine Aufgabe hatte der für mich? Frosch. Ja, wo soll ich einen Frosch hernehmen? Okay, Küche mache ich das nicht. Labor mache ich das auch nicht. Werkstatt. Kompost. Aus Dorn, okay. Das ist Stoff. Wie soll ich denn den Scheiß machen? Soll ich dafür hier hingehen? Ah, Blautropfen, 3. Okay, Kerze habe ich mir gekauft. Sehr schön. Huch.
War das schon immer so? Ach, nee, das ist das Licht. Alles gut. Ist nur Licht. Könnt ihr nicht mal weglaufen? Ich brauche euer Ding ins Kirchens. Wie komme ich an eure Wolle ran? Löwenzahn und den ganzen anderen Kram. Das reimt sich, ne? Halt, ich muss einen Blautropfen machen. So, machen wir das hier kurz fertig. So. Und dann gießen wir das einfach, damit wir das schnell hinter uns haben. Damit wir irgendwann eines Tages Frösche finden. Das Einzige, was mir fehlt, Frösche. Ja, Kirschen. Sehr schön. Wieder unserem Ziel ein Stück näher gekommen. Komm, die paar Sekunden hättest du mir schenken können. Ich verstehe das mit der Wolle nicht. Oder hatte ich die Wolle gekauft irgendwann? Na, egal. Oh, 10 Sekunden warten. Die Samen hier einfach mir entgegenfliegen. Bis zum... Ach so. Wolken. Alles gut. Alles gut. War nur Wolken. So. Gestell, gib mir deinen Schutz. Halte meine Ängste in Schacht. Lasse die bösen Träume verblassen und meine Monster ruhen. Aber eigentlich will ich ja, dass die Monster kommen. Trulla, komm her. Komm her, Trulla. Die will nicht. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ist sie gekommen. Das ist halt suspekt. Okay. Gieß meine Blümchen. Oh Gott, nicht so. Das war der Regen. Immer wenn der Regen kommt, kommt nämlich nichts anderes. Wenn es regnet, kann ich auch nicht in die Mine. Ja, ich weiß Bescheid, Alter. Ich bin Profi. Das Gebet hat funktioniert. Deine Monster ruhen, jetzt wirst du für eine Weile Frieden haben. So, keine Aufträge momentan. Babysamen, oh Gott. Vase kann man bei ihr auch kaufen. Glockenblumen. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Finde ich echt kacke von dir. Finde ich nicht in Ordnung. Ich muss Dinge verkaufen. Giftige Flüssigkeit. Nein, das kann ich nicht machen. Eigentlich will ich gar nichts verkaufen. Das Einzige, was ich verkaufen will, ist Stein. Ich versuche einfach so viel Stein wie möglich jetzt zu sammeln, solange sie noch da ist. Das heißt, wir haben jetzt knapp eine Minute Zeit, um Stein zu sammeln. Und das verkaufen wir dann alles an sie. Wir hoffen, dass wir ein, zwei Samen daraus bekommen. Unterschiedliche am besten. Guck mal, wie schnell das geht. Zack, zack, zack.
Ich würde sagen, wenn wir noch 5 Sekunden haben. Oh. Unterhalten die sich jetzt? Ja. Arco, ich habe einen riesigen Käfer gesehen, als ich gelandet bin. Er interessiert mich sehr. Kann ich ihn kaufen? Mein Butak steht nicht zum Verkauf. Ich reise mit ihm von einem Planeten zum anderen. Oh, du hast Besuch, Arco. Ich bin Moon, Erkunderin von der Patrouille. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich bin Lily von den Blumennymphen. Wow, eine Nymphe. Ich habe noch nie eine getroffen. Obwohl eure selbstgemachte Marmelade in der ganzen Galaxis bekannt ist. Ja, sie ist sehr lecker und die Zubereitung ist auch einfach. Arco, hilfst du mir in der Küche? Du wirst sehen, wie lecker sie ist. Marmelade. Ich habe Marmelade. So. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit. Stein. Nimm mal meinen Stein. Wobei, ich kann sie jederzeit rufen, ne? Hey. Bitte richte deiner Freundin Lily meinen Dank aus. Nymphen haben wirklich sehr interessante Geheimnisse. Sie ist noch da. Nein. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay. Was wollt ihr dann beide von mir? Immer diese Frauen belagern mich ständig. Ich will das Huhn nicht füttern. Dann ist es wenigstens weg. Hallo, Huhn? Jetzt ist es wenigstens weg und ich habe aus Versehen Karotten gepflanzt. Wassermelone wäre jetzt nämlich dran. Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn. So, wie sieht's aus? Gut, ich nehme den Zug bitte nach Ankor. Und da werden wir jetzt die Quest beenden. So. Kann ich bei ihm die Samen kaufen? Hallo, ich drücke Y. Okay, Moon ist nicht bei mir. Moon ist verbuggt. Und dafür, Freunde, dafür habe ich jetzt einmal Benzin verschwendet, weil Moon nicht bei mir ist. Moon wurde ersetzt durch den Ankh. Weswegen ich ihn jetzt auch nicht ansprechen kann, um zu gucken, ob er mir die Samen verkauft. Geil. Wenn das läuft, dann läuft das, Freunde, ne? Hoffentlich kann ich die Quest abgeben. Oder es ist jetzt jeder Moon. Weiser Nivadi, ich werde die Zutaten holen. Gut gemacht, mal sehen. Wie ging er nochmal? Studiere die Menge sorgfältig, Arco. Du wirst viele solche Tränke machen müssen. Schutztrank. Angeln ist eine sehr gute Art, einen klaren Kopf zu kriegen. Du wirst 2 verschiedene Arten von Fischen als Tempelgabe holen. Aber zuerst erkläre ich dir, wie man eine Ankh-Angelroute herstellt. Vielen Dank. Ich habe auch die Fische schon. 2 Fische. Hast du während des langen Wartens meditiert? Nö, ich war hier. Ja. Ja. Der Eistempel belohnt dich für deine Gabe. Kennst du menschliche Magier? Ich kenne Locke, einen alten Mann, der in einem Ballonschiff reist. Er besucht oft meinen Planeten. So, so, Locke. Was ist los? Er schätzt die Angst nicht besonders.
Ich glaube, er beneidet uns, weil wir magische Elemente meistern können. Den Menschen bleiben nur Tränke, aber trotzdem stellt Locke hochwertige Zaubertränke her. Bringst du mir eine Probe seines Unsichtbarkeitstranks? Ja, das mache ich. Ah, ich habe keinen mehr, ne? Oh, das ist jetzt bitter. Ich habe ja meinen Unsichtbarkeitstrank schon an Hans-Dieter gegeben. Oh. Naja, gehen wir zurück. Machen wir die bessere Angelroute. Holen den Unsichtbarkeitstrank und dann kommen wir wieder her. Dann können wir auch mit Hute und dem anderen sprechen. Wobei Hute können wir vergessen, weil wir brauchen ja Wolle. Ich weiß nicht, wie ich Wolle bekomme. Ich glaube, dass die Schafe abhauen müssen dafür. Keine Ahnung. Ihr Schiff ist weg. Oh Gott, das war sie gerade richtig verbuggt. Ich will Wolle haben. Weißt du was? Ich reiß gleich den Stall ab. Keine Ahnung. Vielleicht hauen sie dann ab. Acht Sekunden. Komm schon. Ach, kommt schon der nächste angeflogen. Der hat doch bestimmt die Katzenlady dabei, ne? Hast du zufällig Wolle? Ich glaub's eher nicht. Naja, gut. Ich habe im Moment keine Aufträge. Ja, warum kommst du dann zu mir? Komm wieder, wo du Aufträge hast. So sieht's aus. So, Labor, Unsichtbarkeitstrank. Lachs und Alkohol. Alkohol ist kein Problem. Lachs müssten wir erst holen. Gut, holen wir Lachs. Leider ist Lachs bestimmt wieder der letzte Fisch, der drin ist. Aber Freunde, ich würde sagen, das wird der Fall für morgen sein. Morgen werden wir angeln, Lachs holen, Unsichtbarkeitstrank machen, zurückreisen und dann uns einen Keks freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.